willkommen bei einem weiteren Eltern-Web-to-Go-Talk. Ich darf mich heute unterhalten mit Helge Peyer. Helge Peyer ist ja nicht unbekannt, er ist ehemaliger Rapid-Torwart und Tormann-Trainer. Er hat die Helge Peyer Torwartschule gegründet und ist ORF-Fußballexperte und auch Vater einer Tochter. Und unser Thema heute wird sein, die Bedeutung von Mannschaftssport und Erziehung ganz allgemein. Hallo Helge, danke für deine Bereitschaft, dass wir da heute ja, einen Kaffee gemeinsam trinken eigentlich und ein Gespräch führen. Ja, genau. Hallo Katja, freut mich auch. Wir haben uns schon gut eingestimmt, gell? Stimmt. Erste Frage, wie geht's dir mit der Corona-Situation? Wie ging es dir mit deiner Schule, deiner Trainerschule, also Torwartschule? Wie war das für dich, diese plötzliche Bruch oder was ist passiert und wie läuft es jetzt? Ja, es ist dann am Anfang so hereingeprasselt, da weiß man noch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Bei uns in der Familie war es auch ein bisschen heikel, weil mein Vater erst von einem Hirntumor genesen ist und ziemlich lange im Spital war. Jetzt ist er rausgekommen, sofort wieder in Quarantäne. Am Anfang war es schwierig, damit umzugehen, auch ein bisschen selber mit der Angst. Wie geht man damit um? Was könnte passieren? Und dann hat sich das irgendwann so eingespielt, dass man seinen eigenen Tagesablauf kreiert und versucht halt, mit der Situation am besten umgehen zu können. Ja, das ist das, was man sich als Sportler eigentlich aneignet. Kommt ein Rückschlag, kommt kein Rückschlag, du musst sofort, du verlierst das Spiel und musst sofort aufs nächste Spiel denken. Und so ist es jetzt da in der Zeit. Du hast die Direktiven bekommen von der Regierung, das heißt umsetzen und das Beste daraus machen. Und ich nehme wahr einen wirklich hohen Entschleunigungsfaktor, dass man sagt, man kommt auch einmal runter, man fokussiert sich wieder auf Dinge, ist zu Hause, kann mit der Familie viel machen, kann wieder mehr für sich machen. Ja, und ich glaube, dass das für ganz, ganz viele ein enormer Pusher für die Zukunft sein kann, wenn sie es richtig angehen. Natürlich muss man bedenken, was alles passiert, dass so viele Leute sterben und so weiter, tragisch ohne Ende. Das darf man natürlich nicht vergessen, aber man kann trotzdem für sich das Beste machen. Das muss eigentlich immer das oberste Prinzip sein. Also die Einstellung. Und auf die Einstellung kommt es an. Absolut. Das hat jeder selber in der Hand. Ne? Und wie machst du es mit deiner Schule? Du unterrichtest Kinder oder welchen Alters eigentlich? Ja, unsere Torwartschule gibt es jetzt seit knapp 15 Jahren. Und jetzt haben wir aktuell knapp 280 Torhüter, die wöchentlich bei uns trainieren. Also ist mittlerweile, kommuniziere ich nirgends, ist die größte Torwartschule der Welt. Und das war am Anfang schon ziemlich einschneidend. Was machen wir mit den ganzen Kindern? Okay, sie dürfen jetzt bei den Vereinen nicht mehr trainieren. Dann haben wir überlegt, dürfen wir in Kleingruppen weiter trainieren? Weil Torwarttraining passiert ja nur auf 3-4 Kinder pro Gruppe. Aber dann ist ziemlich schnell der Shutdown, Lockdown gekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir halten uns anders über Wasser. Haben dann sofort über Instagram und unsere Social-Media-Kanäle, ich habe alle Bundesliga-Torhüter angeschrieben, habe gesagt, bitte stürzt mal per Video eure drei besten Übungen zusammen und habe das wirklich von jedem bekommen und habe jedem fast täglich die Kinder mit Übungen von den Bundesliga-Torhütern, also von ihren zukünftigen Vorbildern versorgt und mache dreimal in der Woche auf Instagram so Live-Talks, auch mit den Bundesliga-Torhütern und großen Stars und immer genau zu den Trainingszeiten der Kinder, also wenn wir normal trainieren würden. Und das haben wir versucht gleich abzufedern, dass die Ablenkung da ist. Weil man muss bedenken, die Kinder sitzen zu Hause, machen zwar Schule weiter, müssen lernen, aber der Sport, der so wichtig ist, der den Kindern das Adrenalin gibt oder wo sie die ganzen Sachen, was in der Schule passiert, die Rückschläge, was sie abbauen können, das passiert im Sport am besten. Ja. Und wenn ihnen das fehlt, muss man das irgendwie abfangen. Genau, das heißt, ihr habt eure Schüler sehr gut versorgt, jetzt über virtuelle Wege. Wir haben es probiert. Ihr habt es probiert, so wie es ja auch viele Unternehmen versuchen. Ne? Der einzige Weg momentan ist halt das virtuelle Treffen. Ja. Was hast du da Ratschläge für die anderen Schüler und Kinder, die jetzt nicht bei dir eingebunden sind, sondern was können die denn machen? Es fehlt ja der Schulsport und der Schulsport wird ja auch noch weiter fehlen. Selbst wenn die Schule jetzt beginnt, ist ja der Sport noch nicht vorhanden. Also frühestens im September gibt es den wieder. Was können denn Familien und Kinder, die jetzt mit ungeheurer Energie daheim sitzen, denn alternativ machen jetzt? Gibt es da konkrete Tipps, Angebote? Ja. Zuerst möchte ich auf einen, ich sage fast Fehler hinweisen. Fehler ist ein hartes Wort,
aber den habe ich ganz oft wahrgenommen aus den vergangenen Jahren bei uns in der Schule. Viele Eltern haben ihre Kinder nicht zum Training gehen lassen, wenn sie schlechte Noten hatten. Ja? Und das ist irgendwie so da beißt sich der Fuchs selber in den Schwanz, weil gerade wenn sie Sport machen, wird man in der Schule auch besser. Das ist auch so. Ja? Vielleicht, das wollte ich einfach einmal auch öffentlich erwähnen, dass, glaube ich, wichtig ist, dass die Kinder trotzdem Sport machen und dass die Eltern auch verstehen, dass es wichtig ist, auch für die Noten. Bist du auf einer Linie mit der Elternbildung, der gesamten, weil das sagen wir, vertreten wir auch sehr stark immer. Nimmst den Kindern nicht das, was ihnen nicht eine wichtige Säule ihres Lebens, ja. Das hat überhaupt keinen Zusammenhang und es ist besser, ja. Sie können Sport weitermachen. Aber danke, dass du das auch sagst, weil wenn das jemand wenn es Boden packt. Und wenn man so liest, überall die Schulstunde wird oder auch eine Schulstunde wird gestrichen, da kriege ich wirklich Kopfschmerzen, weil ich komme aus dem Sport, deswegen kann ich es auch vertreten. Ich habe gemerkt, umso mehr Sport, das ich mache, natürlich im Rahmen, zu viel ist dann wieder übertrieben, aber umso besser wirkt sich das auf das gesamte Umfeld aus. Und wenn man bedenkt, wie wichtig Bewegung und so weiter für die Gesundheit ist, ja, und dann kommt noch die Ernährung dazu, ist das ein phänomenaler Faktor. Und was für Tipps, das man geben kann, macht es einfach auf das Internet, gebt es ein, was ist euer Lust, wie ist euer Wohlbefinden. Und dann findet man sofort den Sport oder die Bewegung, die man braucht. Und das Wichtigste ist gute Ernährung und Bewegung machen. Und die Kinder haben das eh noch in sich. Die werden noch nicht malträtiert, das darfst du nicht oder das darfst du nicht, sondern die haben den eigenen Drang nach Bewegung. Und den sollte man ihnen eigentlich nicht nehmen. Das ist das Allerwichtigste. Also eine Mama hat mir gesagt, was jetzt halt schon passiert, vor allem nach so vielen Wochen in der quasi Quarantäne, ist, dass die Kinder viel vom Computer lernen, also ihre auch. Und sie hat dann so gesagt, Ball anstatt Ball. Ja. Ja. Wie habt ihr auch Angst, dass ihr jetzt welche verliert durch diese Phase, die vielleicht schon auf ganz gutem Weg waren und die jetzt da aber in einer ganz, ganz wegdriften von diesem sportlichen. Also Angst ist ein Wort, mit dem ich mich ganz selten beschäftige, nur wenn es wirklich kritisch wird. Ich habe einmal eine lebensgefährliche Verletzung gehabt, da kriegt man dann Angst. Und jetzt auch was, unser Bundeskanzler, der Kurz, hat ja auch ganz kurz mit der Angst spielen müssen, dass quasi die Leute zu Hause bleiben. Und dafür wird er jetzt auch kritisiert, dass das in Ordnung war. Ja, so kompletter Blödsinn, also Herz auf. Verschwörungstheorien da draußen zu schüren, macht mich fast aggressiv, muss ich sagen. Ob wir Angst haben, dass wir jetzt Schüler verlieren? Nein, überhaupt nicht, weil wir den Schülern das geben, was sie wollen. Die kommen zu uns und wissen, sie werden einfach gut behandelt und da geht es nicht nur um ein gutes Training, sondern um eine gute Behandlung. Und wir Trainer oder speziell Trainer für Kinder haben so eine enorme Verantwortung. Nur ein Wort oder ein falscher Satz kann alles kaputt machen. Ja. Ich habe einmal in der Torwartschule einen Jungen gehabt, der hat mit 17 Jahren gesagt, jetzt weiß ich, warum sich der Robert Enke umgebracht hat. Ja. Da haben bei mir alle Alarmglocken geläutet. Der hat von Tag 1, wie er begonnen hat, im Tor zu spielen, von allen Trainern, also jetzt nicht bei uns, ja, aber überall gehört, er ist zu klein und er wird nichts. Ja. Und dann habe ich andere Kinder gehabt, wo Trainer oder wie andere gesagt haben, er ist zu blatt und das und dort. Mit einem Wort, mit einem Satz kann man eine ganze, nicht nur Karriere, sondern ein Kind so zerstören, dass es alle Träume und alle Wünsche verliert. Und deswegen haben wir eine große Verantwortung. Und die Frage möchte ich nur beantworten, nein, ich habe überhaupt keine Angst, weil Angst ist meistens ein ganz schlechter Ratgeber. Wie wird es denn weitergehen jetzt nach dem 15. Ich glaube, ab 15. Mai ist ja grundsätzlich wieder möglich zu trainieren, aber ohne Körperkontakt. Geht das? Wie werdet ihr das handhaben? Oder wie wird das allgemein im Fußball oder auch im Mannschaftssport, wenn wir ein bisschen größer denken jetzt, funktionieren können? Es gibt ja verschiedene Ansätze meines Wissens mit kleinen Gruppen, die immer untereinander sind oder weiß nicht, mit Mundschutz. Bringt das überhaupt was? Ja, also was sind da deine Gedanken dazu? Das würde mich interessieren. Wie geht es weiter mit Mannschaftssport? Ich war jetzt bis zum Sommer, ja, war ja 3 Jahre bei Rapid Torwarttrainer und bin da noch laufend in Kontakt und wir haben auch ein paar Spieler, die aus der Torwartschule rausgekommen sind, die jetzt auch schon in Bundesliga-Vereinen sind und deswegen weiß ich auch ganz genau, wie das dort abläuft.
Es wird ganz penibel darauf geachtet, dass die Hygienemaßnahmen, alle Maßnahmen, die die Regierung vorgibt, eingehalten werden. Das ist auch ganz wichtig, weil der Sport da eine große Vorbildwirkung hat. Und es wird in Kleingruppen trainiert, es wird versucht, dass die Gruppen immer zusammenbleiben, also die gleichen Spieler mit einem Trainer, das sind meistens 4 oder 5, was ich so weiß. Und da wird natürlich versucht, wenig Körperkontakt oder eigentlich gar keinen Körperkontakt zu haben. Und man kann schon Dinge einüben, um im Fußball im Bewegungsablauf zu bleiben. Aber es ist bei Weitem noch nicht so, dass ich sage, ohne Zweikampf, was den Fußball ausmacht, der fehlt natürlich noch. Und wenn jetzt dann die weiteren Beschränkungen aufgehoben werden, dann wird auch das passieren. Bei uns in der Schule ist es so, da wird sich nicht viel ändern. Der Torwartsport ist eigentlich pandemietauglich, sage ich jetzt einmal. Klingt blödes Wort, aber es ist wirklich so, weil wir trainieren mit 3 Kindern, ein Trainer, es ist Abstand, die Kinder haben Torwarthandschuhe an und die Torhüter haben untereinander keinen Zweikampf. Also für unsere Torwartschule ist jetzt nicht wirklich was passiert, wenn wir wieder trainieren dürfen. Also Mitte Mai nach jetzigem Stand, oder? Ja. Wahrscheinlich werden wir am 15. Mai wieder beginnen zu trainieren und die Kinder und die Eltern, die scheren schon mit den Hufen bei uns. Das ist wirklich extrem. Und wir, und auch die Trainer, wir haben da einen gemeinsamen WhatsApp-Kanal. Also das ist unglaublich, was für Freude da schon auf die Kinder und auch auf die Trainer warten. Glaube ich. Wie wird es denn weitergehen jetzt auch? Es ist ja auch angedacht, dass es halt Spiele geben wird, aber ohne Zuschauer und so. Wie ist das Spiel mit oder ohne Zuschauer? Gibt es da aus der Sicht des Spielers wahrscheinlich schon Unterschiede, oder? Wie fühlt sich das an? Das war dort unser Frühstücksgespräch am Familientisch mit meiner Tochter. Es ist fürchterlich. Also ein Geisterspiel zu spielen, leider hatte ich zweimal schon, ich würde schon sagen, das Vergnügen, ein Geisterspiel zu haben, weil man mal mit Rapid gegen Admira ein Geisterspiel machen muss und das ist furchtbar. Du bist einfach als Spieler, als Sportler brauchst du irgendwie auch den Zugang zum Publikum. Es motiviert dich, es bringt dich, es setzt Leistung in dir frei. So möchte ich es sagen. Aber man muss das jetzt so machen. Und es gibt dann verschiedenste Tricks, was ich so gehört habe, dass man über die Lautsprecher Publikum einspielt, dass man, viele Vereine haben gesagt, sie machen 20.000 Pub-Menschen und stellen sie auf. Oder einen großen Banner über die Tribüne spannen, dass das ausschaut wie Publikum. Das klingt jetzt so, wie wenn das nicht wichtig wäre, aber für die Spieler am Platz ist es sehr wichtig. Andere Meinungen kommen wieder von Fanszenen, die dann sagen, waren schon Geisterspiel, dann richtig Geisterspiel, da wird jetzt wieder so viel diskutiert und dass die Leute was zum Schreiben haben und zum Diskutieren haben. Am Ende des Tages ist so, die Leute, die Menschen wollen Fußball sehen und da muss man das Beste draus machen. Und man soll nicht überall das Salz in der Suppe oder das Haar in der Suppe suchen. Wo ist jetzt noch irgendein Problem, wo man darüber diskutieren kann? Bitte konzentriert euch, den Ärger, was habt, oder wenn euch irgendwas draußen nicht gefällt, bleibt daheim, spielt mit euren Kindern und mit eurer Familie. Also ich höre auch, dass du sehr nah bist an den Schülern in deiner Schule. Wie können denn Eltern auch, was können Eltern konkret machen jetzt zu Hause? Du hast auch die Ernährung angesprochen zum Beispiel, da sind ja die Eltern oft in der Verantwortung. Oder natürlich eben auch das Thema weg vom Computer geht nicht, weil ja auch das Training dann virtuell ist. Aber da braucht es oft schon einen Stupser, glaube ich, von den Eltern. Zumindest einmal damit zu beginnen. Ich glaube, dann kippen die Kinder eh rein, aber mal weg von was anderem vielleicht. Was hast du da konkrete Tipps für Eltern in der Zeit jetzt noch, wo halt, also sagen wir mal bis Mitte Mai? Katja, du sprichst die Eltern an. Ich glaube, die Kinder folgen den Eltern. Das, was der Elternteil macht, das macht auch das Kind. Ja? Ich gehe mit meiner Tochter jetzt, wir haben begonnen Rad zu fahren, wir gehen jeden Tag Rad fahren. Ja? Und wenn man das spielerisch und nett vermittelt, dann hat das Kind einfach einen Spaß dran. Wenn man jetzt sagt, komm, wir gehen jetzt Rad fahren, dann wird sie sich denken, na, warum soll jetzt Rad fahren gehen? Und wenn sie dann einmal nicht Rad fahren, okay, dann geht es nicht Rad fahren, aber dann gehen wir halt mit dem Hund spazieren. Aber es ist wichtig, dass man merkt, dass das Kind ausgeglichen ist. Wenn es den ganzen Tag vom Computer sitzt, naja gut, dann. Aber wenn der Elternteil oder der Vater oder die Mutter auch den ganzen Tag vom Computer sitzt, naja, dann wissen wir ja, woher das ausgeht. Deswegen glaube ich, dass man als Eltern oder als Menschen
die Vorbildwirkung so haben, gehen wir raus und machen wir was draus und gehen wir in den Wald, nutzen wir den Biophilia-Effekt oder einfach gutes Vorbild sein. Ich glaube, das ist entscheidend. Vorbildwirkung ist natürlich, ich meine, ja, jetzt manchmal schwierig, ne, wenn man Homeoffice hat und einfach boah, das Computer. Aber so viel halt geht. Ne? Ich habe auch Homeoffice, meine Frau hat auch Homeoffice. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten, nur man muss auch den inneren Schweinehund dann einmal überwinden, weil es gibt ja dann drei Gesichter. Three faces hat man in sich. Der eine, jetzt bleibe ich liegen auf der Couch. Dann gibt es so die Anbahnungsphase, dass ich sage, jetzt stehe ich auf und gehe raus, aber ich bin noch nicht draußen, ich kann mir es noch überlegen. Oder ich gehe einfach raus, ja, und mache es. Und einfach umsetzen, das ist der entscheidende Faktor. Gibt es eigentlich auch andere, jetzt einmal, andere Dinge, die man in einer Unterbrechung der aktiven Zeit machen kann, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendwas aus meiner Fantasie heraus, Regeln lernen oder solche Dinge, die jetzt nicht Bewegung sind, sondern gibt es andere Sachen, für die man Zeit nutzen kann, die halt eben gerade, wo gewisse Dinge nicht möglich sind? Ja, gibt es immer. Man soll einmal reinhören in sich. Was will man in Zukunft machen? Was will man in ein Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren? Wo will man sein? Ja? Und aus dem Warum und aus dem, wo man sein will, ergeben sich dann Schritte, dorthin zu kommen. Ja? Wenn ich jetzt in fünf Jahren in Spanien leben möchte, dann ist der nächste Schritt wahrscheinlich Spanisch zu lernen. Wenn ich in einem Jahr 10 Kilo weniger haben will, ist der Schritt Sport zu machen. Und das ist einfach immer der Weg. Ich brauche die Vision und das Ziel und dann ergeben sich die Schritte. Ja? Und wenn es jetzt Regeln lernen sind, wenn ich jetzt Schiedsrichter werden will, brauche ich die Regeln des Sports. Ja? Und da ist jeder mit sich selber dann beschäftigt, sollte sich selber fragen, wo er hin will. Ja? Und dann kann man Regeln lernen oder was auch immer. Also da sehe ich jetzt auch schon eine Geschichte, die Eltern übernehmen könnten, dass man halt gibt jetzt, die Familien sind mehr zusammen, dass man, so wie du es auch vorher erwähnt hast, dass man am Familientisch einmal darüber redet, was sind die Ziele, was sind die sportlichen Ziele und was sind die Meilensteine am Weg dahin, was könnte man denn jetzt dafür machen? So verstehe ich das jetzt, ja. Klingt jetzt blöd, so wie ich es mit meinen Sportlern mache, ist ein ganz klares Strategiegespräch. Ja? Was möchtest du sein in 10 Jahren? Wo siehst du dich? Ja? Und Beispiel von meiner Tochter, die hat mit 3 Jahren einen Barbie-Film gesehen, ja, wo sie eine Balletttänzerin gesehen hat. Und diese, im Barbie-Film hat die Balletttänzerin getanzt vor Publikum. Und meine Tochter hat gesagt, na, das will sie. Sie will die Balletttänzerin sein. Naja, jetzt seit 7 Jahren ist sie in der Ballettschule und liebt Ballett. Ne? Und bei mir war es so, ich war mit 5 Jahren das erste Mal im Hanapi-Stadion, habe Rapid gegen Austria gesehen und habe zu meinem Vater beim Heimfahren gesagt, Papa, da unten werden wir spielen. Punkt. Mehr ist nicht zum Sagen. Ne? Aber das ist dann, jedes Kind hat irgendwo einen Wunsch, was es machen will. Und dann gibt es aber Eltern oder Menschen, die sagen, na, das geht sich nicht aus, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das gibt es nicht. Alles gibt es. Meine Tochter wollte Prinzessin werden mit 3 Jahren. Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht geht. Ja. Die wird schon draufkommen mit 6, dass, naja, vielleicht wird es keine Prinzessin oder vielleicht wird es Prinzessin. Man weiß es nicht, das kann ja auch sein. Ne? Gibt es eigentlich, wie ist es mit Mädchenfußball in Österreich? Was spielt sich denn da eigentlich ab? Ja, sehr viel. Die österreichische Nationalmannschaft der Damen hat ja vor einigen Jahren, ich glaube, bei der Europameisterschaft sind sie ins Halbfinale gekommen. Das war ja ein genau, da kann sogar ich mich erinnern. Ja, das hat ja einen riesen Boost gegeben, auch bei uns in der Schule. Ich glaube, von 280 Torhütern sind es 14 oder 15 Mädels. Ja? Also auch da ist die Quote von Jahr zu Jahr höher geworden. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn jetzt, ich war jetzt eine 14-Jährige bei uns in der Schule, die sagt, sie will in die Frauennationalmannschaft irgendwann kommen. Ja? Und da auf dem Weg gehört sie unterstützt. Ja. Und jedem, den sie erzählt, sie will in der Nationalmannschaft spielen, ist zu raten, na, dann mach's, tu es, du wirst es schaffen. Also nicht sagen, sie muss Prinzessin werden stattdessen. Ist auch möglich, warum nicht? Sie darf, aber sie muss nicht. Ja, genau. Damit sind wir eh schon bei einem großen Thema, dem mentalen Bereich.
und auch der sozialen Bedeutung von diesem Mannschaftssport. Wie ist denn das? Ich glaube, gerade das ist aber wieder unter Buben verstärkter, dass man sich da seine, oder kommt das nur bei mir so an, dass man sich da sehr seine Hackordnung ein bisschen über den Sport ausmacht? Oder dass man viel dafür, ich sehe es so, ich nehme es so wahr, ich habe zwei Töchter und einen Sohn, und beim Sohn spielt sich da schon körperlich mehr diese Einordnungsgeschichte ein. Ist natürlich ein bisschen ein Klischee, aber bei uns ist es. Was sagst du dazu? Das ist überhaupt kein Klischee. Es ist ja wirklich so, wenn du in einen Hof gehst, in einen Schulhof, und du siehst fünf Burschen miteinander spielen, siehst du, ich rede jetzt so vom Alter von, weiß ich nicht, von 6 bis 12 oder so, ja, als Beispiel. Du schaust denen 20 Minuten zu, und von den 20 Minuten wird sicher 17 Minuten, entweder wird sie geschlagen, wird sie gefeistelt, oder der eine versucht besser sein wie der andere. Ja? Und wenn du deiner Mädels zuschaust, gibt es auch in gewissen Formen, aber nicht bei Weitem nicht so ausgeprägt. Da geht es wieder um was anderes. Die sind nur im spielerischen Bereich. Und das ist auch ein Unterschied zwischen Frauen- und Männerfußball. Ja? Die Frauen, da siehst du nicht, bei Weitem nicht so viel Fouls, du siehst bei Weitem, du merkst, dass sich die einfach mehr gönnen untereinander. Also so habe ich es wahrgenommen. Ich war jetzt noch nie in einem Frauenfußball-Thema so drinnen. Ja? Aber das ist sicher ein großer Punkt, das hat auch was mit unserem Geschlecht zu tun, dass die meisten Männer besser sein müssen wie der andere und dass es Neid sehr groß geschrieben ist. Gibt es bei Frauen auch, aber nicht so im Sport, sondern in anderen Bereichen. Also ein anderes Ventil hat das dann oder eine andere Ausdrucksform meistens. Ja. Ja, wird dem Buben jetzt was fehlen? Ich meine, wie gesagt, der Schulsport, den gibt es jetzt in der Form nicht. Wie machen die sich das jetzt aus? Also wie wird das sein, wenn wieder Schule ist? Stellen wir das gerade ein bisschen schwierig vor. Ja, ist eine spannende Frage, spannendes Thema. Kommt sicher darauf an, wie ausgelastet oder ausgeglichen die Kinder zu Hause waren. Ja? Natürlich haben es Menschen, Leute schwer, die im ersten Bezirk wohnen, drei Kinder haben auf 100 Quadratmeter und jetzt nicht wirklich irgendwo was zum Sporteln. Ist es schwieriger, auch, aber nicht unmöglich. Wir haben das Glück hier, dass wir direkt beim Berg wohnen und sofort rausgehen können. Aber ich glaube, dass es immer möglich ist. Und wenn es ist, ich drehe YouTube auf, gebe ein Yoga oder Strength Training oder was auch immer, es ist alles möglich. Ja? Ich muss es nur tun, ich muss nur Vorbild sein für mein Kind und dann funktioniert es. Und wie ist es, weil du jetzt den ersten Bezirk angesprochen hast, das ist ja auch, glaube ich, generell ein Viertel der Österreicher statistisch ist in Sportvereinen. Das ist ja, glaube ich, die größte Gruppe von Vereinsmitgliedschaften. Wobei, da gibt es ein Stadt-Land-Gefälle. Also da gibt es schon am Land, ist das noch wichtiger, diese Mitgliedschaft irgendwo dabei zu sein. Gibt es da jetzt nicht auch finanzielle Fragen bei so Vereinen und Sponsoren, die vielleicht wegbrechen durch die Situation jetzt? Wie siehst du das? Wie wird es da weitergehen? Ja, das wird ein großes Thema, Thema Sponsoren. Ja. Da ist halt dann jedem selber überlassen, wie er damit umgeht. Ja, wir haben damals gehabt bei uns in der Schule Stipendien. Ja. Wir haben auch Kinder gehabt, wo wir wissen, die Eltern haben jetzt nicht diesen Zugang, dass sie sich das Training bei uns leisten können. Was aber die wenigsten wissen, wir sind ein Non-Profit-Unternehmen, die Helge-Bayer-Torwart-Schule. Und dann haben wir es auch aufgemacht, dass wir sagen, na gut, wir vergeben ein Stipendium und du trainierst jetzt ein halbes Jahr gratis bei uns. Die Möglichkeiten haben sicher nicht alle. Wir haben es versucht umzusetzen. Das Thema mit den Sponsoren wird ein großes Thema werden, weil ja viele kleine Mittelunternehmen ja in solchen Vereinen oft investieren oder helfen. Da wird es dann hoffentlich auch was, eine Überlegung auch vom Staat geben, weil die Bewegung und die Vereine und was für alle Institutionen es hier gibt, sind ganz, ganz wichtig, dass die Kinder, sage ich mal, weil was man heute macht, der Olympiasieger von 2040 wird heute der Grundstein gelegt. Ja? Und Thema Sport darf nie aufhören. Es gibt ja auch jetzt unter Virologen die Theorie, dass es noch eine zweite Welle geben wird. Oder Theorie, es ist ja in anderen Ländern ist es ja tatsächlich schon der Fall. Und gleichzeitig natürlich die Frage, wie bereiten wir uns darauf vor? Es waren ja jetzt zum Beispiel auch Sportplätze gesperrt.
Wäre es nicht sinnvoll, die zum Beispiel für Familien offen zu lassen oder zugänglich zu lassen, die sowieso in einem Haushalt sind, dass die vielleicht raus können? Auch das ist jetzt natürlich ein bisschen wieder aus der Sicht eines Städters zu sehen. Ja. Aber wohl auch am Land wird es so sein. In der Stadt ist vielleicht noch mehr die Platzfrage. Weil die waren ja jetzt oder sind alle gesperrt. Ja, Thema zweite Welle. Was ist, wenn es im Herbst wieder losgehen sollte oder wieder Ausgangsbeschränkungen geben muss? Wie würdest du das sehen oder was würdest du da begrüßen, dass man besser machen könnte, vielleicht als beim ersten Mal? Man wird im Nachhinein immer sagen, wie es besser gegangen wäre. Das hat man immer, in allen Situationen. Ne? Es gibt aber dann Menschen, die sind in der Situation und müssen es entscheiden und bekommen natürlich von allen Seiten Pro und Kontras. Und da muss man sich hinsetzen und eine Entscheidung treffen. Ja? Und ich bin sehr zufrieden, wie die Regierung das bis jetzt gemacht hat. Natürlich kommen dann von rechts und links immer wieder die Heckenschützen und sagen, na, das und das funktioniert nicht oder die Impfgegner oder was man da alles so hört. Es kann eine zweite Welle kommen. Es kann aber sein, dass keine zweite Welle kommt. Dann hat man, der Drosten hat ja gesagt, naja, wenn wir jetzt die 2-3 Wochen noch weiter so gemacht hätten und nicht den Druck von verschiedensten anderen Politikern und den Druck der Wirtschaft standzuhalten, dann hätte es sein können, dass man es ganz ausgerottet hätte, ja, oder nur mehr minimal in der Bevölkerung wäre und dass es dann besser gegangen wäre. Das ist also auch eine Meinung. Die hat sicher auch der Herr Kurz bekommen. Und er muss halt dann handeln. Ja. Und wenn eine zweite Welle kommt, wird es genauso ablaufen wie jetzt, dann wird wieder ein Gremium da sitzen und entscheiden. Und dem müssen wir sich fügen. Da fährt die Eisenbahn drüber. Es bringt nichts, wenn dann wieder überall sich ein paar Gruppen auftun und sagen, wir hätten es besser gemacht. Na, dann macht es einmal. Setzt es einmal dort und entscheidet es. Das ist viel schwieriger, wie draußen sitzen am Stammtisch und Entschuldigung, deppert drüber reden. Entschuldigung, der war notwendig. Nein, gute Abschlussworte. Ich überlege gerade, ob ich noch Fragen hätte. Ich habe nur gesehen, du hast sehr, sehr viele Fans. Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch eine Botschaft für deine jungen Fans oder auch für die Eltern der jungen Fans oder die selber Fans, Eltern. Für jetzt. Ja, ich glaube, die Hauptbotschaft haben wir im zweiten Drittel behandelt, dass es wichtig ist, dass die Jungen, aber auch die Alten, ganz egal wer, nie die Ziele aus ihren Augen verlieren. Ganz, ganz wichtig. Und da habe ich jetzt meinen ehemaligen Mentor oder meinen Vater, der jetzt mit Hirntumor zu Hause war, der hat es mit 73 Jahren noch einmal geschafft, von gelähmt sein bis hin zu 3 Monate später wieder normal gehen können. Ja? Und es muss nicht nur ein Junger sein, sondern es kann auch ein Alter sein, der sich noch mit Ziele setzt. Und deswegen, ja, alles möglich. Behaltet euer Ziel im Auge.